Wie der Titel bereits verrät, ist dieser Abend unserer höchstgeschätzten und heißgeliebten Elisabeth von Samsonow gewidmet. Das Jahr 2016 markiert gleich eine Reihe von Jubiläen der Geschworenen. Elisabeth lebt und arbeitet nun seit 25 Jahren in Wien, lehrt seit 20 Jahren an der Akademie der Bildenden Künste und feiert zugleich einen runden Geburtstag. Wie aus okkulten Zeremonien und diversen Erzählungen des Horrorgenres bekannt ist, führen solche schwer beladenen Jahrestage zu einer unweigerlichen Kollision von Vergangenheit und Gegenwart. Gespenster blenden sich ein, um von ihren Geschichten zu berichten, und zeigen auf, wie Vergangenes noch immer in der Gegenwart nachhallt. Versammelt haben sich nun unter dem Buchdeckel der hier präsentierten unkonventionellen Festschrift 30 Beiträge von einer Reihe von Wegbegleiterinnen, Kolleginnen und Komplizinnen, die sich das diesjährige Samsonowsche Jubiläumsjahr zum Anlass genommen haben, Elisabeth in ihrer Rolle als mediales Mädchen genauer unter die Lupe zu nehmen. Für den heutigen Abend sind 13 dieser Beitragenden hier im historischen Anatomiesaal in der Akademie der Bildenden Künste Wien live erschienen, um Elisabeth zu beschwören. Unter den hereingerufenen Beschwörerinnen finden sich unter anderem Künstlerinnen, Philosophinnen, Literatinnen, Kunsthistorikerinnen, Kultur- und Medientheoretikerinnen, Kuratorinnen und was am bedeutendsten ist, die meisten von ihnen können nicht einer Profession alleine zugewiesen werden, sondern verbinden, verflechten und besetzen gleich mehrere Fachdisziplinen. Um den ariadischen Faden bei diesen facettenreichen Beschwörungen nicht zu verlieren, wurde die Jubilatorin zur treuen Wegbegleiterin. Im Laufe der Vorbereitungen für diesen Sammelband wurde immer deutlicher, welche Bandbreite von Kunst- und Kulturschaffenden Elisabeth in diesen Jahren begeistern konnte und mit welchen unterschiedlichsten Werkzeugen sich diese an die Beschworene annähern. Das Buch und in weiterer Folge dieser Abend geben Einblick in die weitreichende Wirkungskraft von Elisabeth, die eine bedeutende Stellung in der österreichischen Kunst- und Kulturlandschaft innehat. Die internationale Bandbreite der Beiträge sorgt weiterführend von der auch geografisch vielschichtigen und inhaltlich vielgestaltigen Tätigkeit der Jubilarin. Wie bei jedem üblichen Beschwörungsritual beginnen wir mit einer Anrufung, einer persönlichen Adressierung. Elisabeth, ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass du diese kleine Geste der Wertschätzung vor Augen führt, welche bleibenden Eindrücke und Nachwirkungen du und dein philosophisches wie künstlerisches Schaffen auf eine bunte Reihe von Kunst- und Kulturschaffenden hinterlassen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Abtauchen in diese Welt der sentimental heiteren Rückblicke und euphorisch begeisternden Zukunftsvisionen. Dies soll kein Nachruf sein, sondern ein Aufruf auf die ganzen wunderbaren Abenteuer, die uns noch bevorstehen. Ich heiße Elisabeth von Samsonow. Herzlich willkommen. Mein Name ist Johanna Braun und ich bin der Host von deinem Abend heute. Ich wünsche euch allen einen Aufregung. Ich werde drei Ausschnitte meines Beitrags lesen mit dem Titel Mater Mumie Materie, Gedächtnisschwäche, Mythos und die Antizipation des Posthumanismus. Inhalt dieses Beitrags ist die Anthropozentrismuskritik bei Elisabeth.
bei der ich auf Figurationen der posthumanen Theorie von Rosie Bradotti und des agentiellen Realismus von Karen Barad zurückgreife. Den Methoden der Nichtlinearität und der diskontinuierlichen Erinnerung gerecht zu werden, bedeutet auch die, Zitat, in jedem Mythos inkarnierte Gedächtnisschwäche, Zitat Ende, gerecht zu werden. Hierfür greift Elisabeth in ihrer Abrechnung mit der griechischen Dramafigur der Elektra in Anti-Elektra aus dem Jahr 2007 argumentativ auf das prähellenistische und magische Zeitalter zurück. Der Totemismus steht für sie vor der Genese der Figuration Mensch und der Muttermord der Elektra prophezeit einen Tabubruch mit der matrilinearen Erbfolge, in welcher Heirat einen fremden Gatten zum König gemacht hatte. Dieser Polit- und Rechtsstreit um die Einführung der patrilinearen Vererbung liegt vergessen im Mythos, begründet ihn womöglich aber zugleich. Elisabeths Wissenschaftsverständnis geht davon aus, als Feministin nie die Spitze des Humanismus erreicht zu haben. Insofern handelt es sich bei ihrer theoretischen Positionierung mehr um einen kritischen Prä- als einen kritischen Posthumanismus. Es ist ein spekulatives Denken, das sich auf die Vergangenheit richtet und eine feministische Praxis bereits bestimmte, bevor es zu einer vermeintlichen Ablöse des kritischen Denkens durch den sogenannten Speculative Turn kam. Karen Barad kritisiert, dass niemand es wage, Menschen und Nichtmenschen in ihrer wechselseitigen Konstruktion zu verstehen, als integrale Bestandteile des Universums und nicht als Wesen im Universum. Elisabeth jedoch unternimmt eine kritische Analyse der sogenannten Containermutter, die sowohl von innen als auch von außen erlebt wird, also zuallererst Universum oder Urmutter ist, sobald sich ihr Außen dem Kind nach der Geburt erschließt, aber im Universum ist. In der von innen erlebten Mutterheit überlappt sich diese mit der Erdmutter und dem Tier und wird durch die Heirat eines Fremden innerhalb der exogamen Heiratsregel in anderer Form wiedererfahren. Daher das feministische Aufbegehren gegen den privilegierten männlichen Blick, der sie, Zitat, exklusiv von außen trifft, weil er Frauen ein Defizit unterstellt an Schönheit, Intelligenz und Menschlichkeit. Elisabeth spricht im Zusammenhang mit dem Totemismus davon, dass das Andere in Abgrenzung zum Eigenen nicht ausreichen würde und das Begehren sich stattdessen auf ein Fremdes richtet. Für Rosie Bradotti hingegen scheint sich ein Plädoyer für ein vorgestelltes Verwandtes unter Berücksichtigung von Differenz im naturalisierten, sexualisierten und rassifizierten Anderen durchgesetzt zu haben. Der gemeinsame Nenner ist bei Bradotti der Kraft des Lebendigen oder auch Sui. Das Außen, die Trennung von Wahrnehmenden und Wahrgenommenen, führt Karen Barad in ihrer Theorie über agentielle Schnitte ein, durch materiell diskursive Praktiken. Heiratsregeln, mit denen sich Elisabeth ausführlich auseinandersetzte, können als solche grenzziehenden Praktiken bezeichnet werden, die neue Relater herstellen. Wenn auch auf anderer Ebene, jeder von Bits, Teilchen, Atomen, Zellen oder Pixel, unterhalten die agentiellen Schnitte argumentative Ähnlichkeiten zu der von Elisabeth beschriebenen, Zitat, exokratischen oder xenologischen Operation, Zitat Ende, durch die ein Fremdes geschaffen wird, das die Funktion eines Ahns einnimmt, welches die sich im Inneren Befindenden schützt und deren Vergangenheit, Vergessenheit der genealogischen Herkunft kompensiert. Nur noch zum letzten Ausschnitt, der sich auf den Begriff der Plastik bezieht. Elisabeth kritisiert das privilegierte Verhältnis, welches das Bild zum Denken und somit zur Repräsentation und zur Sprache unterhält und die Plastik hingegen dem Körper und der Materie zugerechnet wird. Mit ihrer theoretischen Entstaubung der Plastik vollzieht sie eine Dezentrierung von Bedeutungskonventionen, die sich auch in ihrem Zugriff auf die Präödipalität, die vorsprachlich gedacht wird, zeigt. Schließlich ist die Alphabetisierung eine mindestens genauso tiefgreifende Manipulation wie jene der Gene.
Bei Karen Barad ist Kritik einer primär sprachlichen anstelle einer materiellen Auslegung von Diskurs ebenso zentral. Körper und mediale Apparate als nichtmenschliche Wesen ohne Gehirn sind an der Erkenntnisproduktion der Welt beteiligt. Danke. Ja, guten Abend. Guten Abend, Elisabeth. Mein Name ist Nicola Schössler. Durch mich spricht heute Abend mein Freund Ivo Gurschler, der seinen Text leider selber nicht vortragen kann, weil er sich zurzeit in Kanada befindet und wahrscheinlich jetzt gerade beim Mittagessen sitzt. Durch ihn, seine herzlichen Glückwünsche möchte ich auch auf diesem Wege überbringen. Ich lese jetzt Auszüge aus Pharmakon Taxis von Ivo Gurschler und möchte noch aus einer Fußnote gerade anmerken, Elisabeth von Samsonows erste Anregung, ich solle das Phänomen Transport im Zuge meiner Dissertation auf der molekularen Ebene weiterverfolgen, sowie ihre prinzipielle thematische Aufgeschlossenheit, hat mich schließlich über einige Umwege zu meinem aktuellen Forschungsprojekt geführt. Pharmakontaxis. Es ist eine nicht unübliche heuristische Praxis, etwas Unbekanntes durch den Vergleich mit etwas Bekanntem begreifbar zu machen. Häufig geht man dabei von etwas Materialita Vorhandenem aus, dessen Erscheinung und Funktionsweise als allgemein bekannt vorausgesetzt werden können, um dies dann als Grundlage für die Vorstellung von etwas anderem, einem nur schwer fassbaren Phänomen, heranzuziehen. In der Regel wird ein solcher Vergleich eingeschränkt gemacht, sodass es ein spezifischer Aspekt ist, der sich bei dem einen wie bei dem anderen Bezugspunkt ähnlich verhält. Auf diese Weise wurde und wird zum Beispiel der Begriff Kommunikation mit Vorgängen und Vorstellungen in Verbindung gebracht, die ursprünglich den Bereichen Transport und Verkehr zugehörten. Das Eigentümliche der im vorliegenden Zusammenhang interessierenden Analogiebildung mit Pharmakon besteht nun darin, dass der Bedeutungsgehalt dieses Wortes selbst sehr ambivalent ist. Kann es doch gleichzeitig Heilmittel und Gift, aber auch Farbe bedeuten. Wenn sich also Platon oder Jacques Derrida dieses Terminus bedienen, um die Wirkungs- oder Funktionsweise von Schrift bzw. Logos per Analogiam besser fassbar zu machen, gehen sie methodisch gegensinnig vor. Insofern hier nämlich die einigermaßen etablierte, also allgemein als bekannt voraussetzbare, alphabetisch kodierte Kulturtechnik Schrift bzw. die gesprochene Rede mit etwas verglichen wird, das sich einer eindeutigen Bedeutungszuschreibung entzieht. Das Bekannte also mittels etwas Unbekanntem erklärt wird. Diese Vorgehensweise scheint auf den ersten Blick nicht sonderlich erhellend zu sein. Jedoch sollen die verwendeten Relata natürlich nicht einfach grosso modo, sondern eben in einer bestimmten Hinsicht korreliert werden. Und das ist deren schwer einschätzbares, ambivalentes Wirkungsspektrum. Denn so wie die Einnahme von Pharmaka, so sei auch die Rezeption von Schrift nicht frei von möglicherweise unerwünschten und üblicherweise nicht bedachten Nebenwirkungen. Während Derrida den mittels Pharmakoanalogien erschließbaren semantischen Spielraum insgesamt positiv bewertet, ist die Einsicht, dass das Medium Schrift kein neutrales Mittel zum Zweck der Übermittlung von Wissen darstellt, für Platon eher ein Grund zur Sorge. Dazu passt, dass Platon pharmazeutischen Interventionen insgesamt kritisch gegenübersteht, wie besonders deutlich aus dem Timaios hervorgeht. In diesem Spätwerk hat Platon nicht nur die nach ihm benannten fünf Körper, aus denen mehr oder weniger alles zusammengesetzt sein soll, vorgestellt, sondern auch konkrete Ratschläge gegeben, was man mit seinem eigenen Körper tun kann, wenn man sich etwa aufgrund übermäßigen Studiums unwohl fühlt. Der gemeinsame Nenner der drei genannten Fitness-Tipps lautet Bewegung. Am allerbesten sei es, wenn man sich einfach selbst fortbewege, zum Beispiel in Form eines Spazierganges.
Am zweitbesten sei es, sich durch Transportmittel bewegen zu lassen. Platon nennt beispielhaft das Schaukeln auf Seereisen und wo irgend sonst Fahrten stattfinden, die nicht ermüden. Und drittens gäbe es diejenige Bewegungsform, die pharmazeutisch induziert werde, den Körper also von innen her bewege. Diese Notmaßnahme sollte aber idealerweise überhaupt vermieden werden und sei eher für Leute, die ihren Geschäften nachgehen müssen. Freie Männer hingegen hätten hinreichend Muße, um sich selbst bewegen zu können. Jetzt soll die Aufmerksamkeit weg vom eigentlichen Zielpunkt dieser Analogisierung, also der Schrift bzw. dem Logos, hin zur semantischen Batterie, mittels welcher der Logos bedeutungsvoll aufgeladen werden soll, gelenkt werden. Zwar gehört es zur Strategie von Platon wie auch Derrida, dieses Pharmakon im Unbestimmten zu lassen, sodass in den Köpfen der Leserinnen ein möglichst weitläufiger Pool an Assoziationen abgerufen werden kann, aber dennoch scheint eine nähere Eingrenzung der Substanzklasse wenigstens einen Versuch wert zu sein. Wenn Derrida das Pharmakon etwa zur Antisubstanz schlechthin erklärt, oder wenn er meint, dass es sich nicht allein jeglicher eindeutigen Zuschreibung entzieht, sondern mehr noch geradezu jedem Philosophem widersteht, wenn er weiterschreibt, dass dieses Pharmakon wie ein Joker funktioniert, wie eine neutrale Karte, die dem Spiel Spielraum gibt, und wenn er schließlich sogar es zur Differenz der Differenz stilisiert, dann muss es sich hierbei um eine geradezu magisch wirkende Drogensorte handeln. Zur weiteren Eingrenzung der möglichen Mittel kann auch noch darauf hingewiesen werden, dass Derridas Text im Jahre 1968 erschienen ist und es war bekanntlich eine ganz bestimmte Substanzklasse, die damals besonders für Aufsehen gesorgt hat, nämlich die sogenannten Psychedelika. Dass Derrida am ehesten derartige Substanzen zumindest im Hinterkopf gehabt hat, als er sich über Platons Pharmazie schreibend Gedanken machte, dafür spricht auch, dass es mit Ausnahme vielleicht vom sogenannten Placebo-Medikament kaum einen Stoff gibt, der ähnlich vielseitig in seiner möglichen Wirkung ist. Dies spiegelt sich auch in der wechselvollen Geschichte der Begriffe wider, die gebildet wurden, um die diversen Spezies unter eine gemeinsame Gattung zu bringen. So war etwa in der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen meist von Psychotomimetika oder kurz von Psychotika die Rede, weil man davon ausging, dass etwa der Peyote-Kaktus Lophophora williamsii bzw. das daraus bald schon extrahierte Mescalin ein vorübergehendes Irresein induzieren könne. In den 50er Jahren prägte dann Humphrey Osmond in Korrespondenz mit Aldous Huxley den Begriff Psychedelics. To fall in hell or soar angelic, just take a pinch of psychedelic. Die notorische Breite des Wirkungsspektrums dieser Substanzen drückt sich indirekt auch an der beinahe alles entscheidenden Bedeutung von Set und Setting aus, wobei Ersteres auf die Relevanz der Funktion Person verweist, deren Biografie, Erwartungshaltung und aktuelle Befindlichkeit für die Erlebnisqualität ebenso mitverantwortlich ist wie Letzteres, also der unmittelbare und auch weitere gesellschaftliche Rahmen, in den die Drogenerfahrung eingebettet ist. Ob man etwa in einem Krankenhaus Mescalin gespritzt bekommt und von einem Psychiater beobachtet wird, der versucht herauszufinden, wie verrückt man nun eigentlich genau ist, oder ob man zusammen mit Mitgliedern der Native American Church in einem Tipi schwitzt und von Trommeln begleitet auf eine existenziell instruktive Begegnung mit Großvater Peyote hofft, macht natürlich einen Unterschied. Anders als Platon, der Geschriebenes mittels Pharmakoanalogie gegenüber dem mündlichen Gespräch abzuwerten intendiert, will Derrida, wie dargestellt, die Ambivalenz des in sich gespaltenen Wortes eher im Gegenteil dazu nutzen, die dekonstruktive Wirkmächtigkeit von Textproduktionen hervorzuheben und zu affirmieren. Mit den Mitteln der Verführung operierend, so Derrida, sorge das Pharmakon, respektive die Schrift, dafür, dass die allgemeinen, natürlichen oder habituellen Wege und Gesetze verlassen werden. Sowohl Platon als auch Derrida bedienen sich dabei allerdings derselben rhetorischen Strategie, die symbolische Kontamination des Faszinationsbegriffs für ihren jeweils eigenen Zweck nutzbar zu machen. Und dabei scheinen beide Autoren darauf zu setzen,
dass diese Strategie umso besser aufgeht, je mehr im Wagen bleibt, um welche Art von Substanz es sich eigentlich handelt. Für den Fall von Derrida zumindest konnte gezeigt werden, dass eine versuchsweise Eingrenzung der in Frage kommenden Drogensorte die Überzeugungskraft der Analogie nicht unbedingt schwächen muss. Dankeschön. Aspekt des Sich-Raum-Schaffens angesprochen, da sind wir auch schon bei deinem Arbeitsmaterial. Könntest du uns kurz skizzieren, worin dieses Interesse bzw. dein Commitment zum Baumstamm mit dem Baum begründet ist? Ich habe schon mit vielen verschiedenen Hölzern gearbeitet, aber am liebsten war mir immer die Linde, wobei ich durch Zufall an meine erste geriet und auch damals noch gar keine Bildhauerin war. Aber wir hatten in unserem Kunstverein in Wasserburg Bildhauerinnen, zum Beispiel die Luise Stromps aus Berlin oder Lilli von Lüttwitz, großartige Bildhauerin mit mittelalterlichem Alter, und sie bearbeiteten Linden. Ihr Umgang mit diesem Holz gefiel mir so gut, dass ich mir selbst diese tausendjährige Linde anschaffte, bestimmt einer der besten Käufe meines Lebens. Das war im Frühjahr 1990. Ich dachte mir, dass ich den erwähnten Bildhauerinnen dieses Holz geben könnte, um ihnen eine Freude zu machen. Aber es hat mich geradezu geschmerzt, als einzelne Stämme von ihnen abgeholt wurden, und so begann ich selber mit dieser Linde zu arbeiten. Ich denke, dass meine ersten 100 Skulpturen nur aus diesem Baum sind. Er war riesig, wirklich 1000 Jahre alt. Dieser Baum ist selbst eine Geschichte im Moment. Der Baum hat seine Geschichte und ich habe die weibliche Geschichte, und die beiden wollte ich miteinander verschränken. In eben diesem Baum. Eine Zeit lang dachte ich, ich würde nur aus diesem einen Baum Skulpturen machen. Doch mir wurde immer mehr Bäume geschenkt. Wunderschöne Exemplare mit komplexen Geästen und vieles mehr. Die Malerei war mir sehr wichtig, dass sie an meiner Bildhauerei vorangegangen ist. Im Disput über gefasste oder nicht gefasste Skulptur referierte ich ganz klar die gefassten, da ja auch die antiken Skulpturen bemalt waren. Ich fand dieses Einfalten eines Mediums in ein anderes ganz wunderbar, in diesem Fall eben die Einfaltung der Malerei
in die Skulptur. Genau, und die Malerei basiert ja auch auf dem Baum. Denk an das Terpentin. Ich habe, was von den Bäumen kam, zur Hand genommen und dann wiederum den Baum gemalt. So kommt alles wieder zurück. Das performative Element der Salzbezifizität und der Ereignishaftigkeit hat sich in deiner Arbeit immer mehr verstärkt. Deine Skulpturen sind mittlerweile eigentlich ohne performative Erregung oder performative Aktion oder ohne, dass du wie eine Aktion zwischen die Skulpturen bzw. dich selbst als Performerin ins Verhältnis setzt, kaum denkbar. Vielleicht kannst du deinen ersten Ansatz für diese Auseinandersetzung mit den Skulpturen schildern und wann deine erste Performance war, welche Bedeutung sie für dich heute hat und wie die Reaktionen darauf waren. Im Münchner Frauenskulturhaus war eine Ausstellung und ich habe den Ort mit Skulpturen und Bildern gebaut und den Boden ausgestückt, aber es fehlte die Aktion. Ich wollte keine Ausstellung, bei der man sich nur die Bilder ansieht, sondern es brauchte mehr. Ich legte den Boden mit Jute aus, die ich mit Gemüsebeeten und Wegen bemalte, und so standen die Skulpturen in einer Art Park. Da habe ich dann zum ersten Mal eine Aktion gemacht, indem ich eine Art Bett baute, aus dem ich stieg und dann in einen anderen Raum kroch. Begonnen hat alles mit der Idee des Puppenspiels. Als ich erkannt habe, dass das Zusammenspiel von Skulpturen und performativen Aktionen eine Art Ludus Serius, also ein ernstes Spiel ist, ein Puppenspiel. Ich würde diesen Ausdruck auch immer noch als Terminus Technicus für meine Performances verwenden. Dieser Terminus des Puppenspiels weist auch auf eine Veränderung oder einen Paradigmenwechsel in deiner Arbeit hin, eigentlich weg von der Frauenfigur hin zur Mädchenfigur. Die erste Performance war die Elektra im Jahr 2007. Es gab hier mehrere Episoden, zum einen das künstlerische Elektra-Projekt, zum anderen das philosophische, die eng miteinander verwoben waren. Mir eröffnete die Doktorfigur Elektra gänzlich neue Wege. Doktor Elektra, die eine Beziehung zu einem anderen Körper hat, nämlich zu dem Mutterkörper, wenn sie einen weiteren Schritt zum Kinderkörper, den sie hervorbringen könnte oder imaginär hervorbringt. Diese Vorstellung, dass aus dem eigenen Körper andere Körper hervorkommen, ist doch die plastischste Idee überhaupt. Das Mädchen sieht, dass es einen Körper hat, aus dessen Plastizität neue Plastiken hervorkommen können. Für mich war das eine bahnbrechende Entdeckung. Ich überlegte, ob das ganze plastische Syndrom eigentlich ein Mädchensyndrom, ob das Mädchen die allerbeste Plastikerin ist. Aus diesem Grund sind die Skulpturen des Mädchens Vorläufer, Statthalter oder Übungslinien für neue, wie ich das nannte, schizosomatische Verhältnisse, sprich Verhältnisse, in denen zwei Körper eine affektive Allianz eingehen. One morning in the month of May, das ist der Titel des Beitrags, das ist, wie man vielleicht hört, der Anfang von einem Lied, das ungefähr so geht. One morning in the month of May, when all the birds were singing. And it continues. Friday, April 7th, Ulaanbaatar understood. It's like teaching. Roland Barthes understood what was to be his last cycle of lectures at the Collège de France
as a new point of departure for his research. La préparation du roman became a series of reflections on the process of writing, on its relationship to experience, on the way different forms of writing, different tropes and genres reflect different modes of living. Begun in the aftermath of his mother's death, and while he was writing Camera Lucida, Barthes' often personal reflections jotted down in the fragmentary and open style of lecture notes hint at processes in the development of his thought that were not yet clearly defined. The lectures open with and remain concentrated on reflections on the very question of beginning, first through Dante and the selva oscura of midlife, then with references to Proust, Longtemps je me suis couché de bonheur, but perhaps more significantly with a detailed analysis of haiku poetry. To begin to write, one must understand and articulate the constellation of forces that form the present. Haiku, I quote Roland Barthes, forme exemplaire de la notation du présent, acte minimal de énonciation, forme ultra brève, atome de phrase qui note, marque, cerne, glorifie, dote d'une fama, un élément tenu de la vie réelle, présente, concomitante. Thinking the novel as a very long series of haiku poems, beginning with these momentary interventions in the fabric of the real, then working to develop different speeds, different intensities of writing, from the haiku to the scene, the story, the novel, the series of novels, beginning with the immediate conditions of experience recorded in words that are then passed on to others who will share in this memory that they themselves never had, as though it were theirs. À la recherche du temps perdu, turning to a specific event, using the haiku as a kind of microscope, examining the crystalline complexity of moments passing in time, always escaping our grasp. Together, you, me, all of us, in search of time, in search of our relationship to now, to the past, to fleeting beauty, brief joys of childhood, Geborgenheit, even if we have to invent what we might never have actually felt. Melancholy, but joyful, research into the passing of the days. Wednesday, April 26th. Reading Miassou and discussing Spinoza today with Roland. On the level of ontology, I understand the speculative realist's call to return to pre-Kantian rationalism, a pre-subjective or at least parasubjective mathesis universalis. Of course, working without any recourse to Cartesian substance trinity of res cogitans, res extensa, or deus. The point would be to go back to pre-Kantian rationalism, but not to Leibniz or Descartes. They should go back to Spinoza. Not to the grand separation of substances, nor to the infinitely possible, but rather to infinitely necessary monism. Not chaos, but order. Not nothing, but infinite plenitude. Thursday, April 28th. My running gag of late, I imagined being invited to some debate about the relationship between speculative realism and art. I get up to give my talk, fiddle with the microphone, shift my notes, clear my throat, and then carefully say, keine Kunst ohne Korrelationismus. Thursday, May 11th, sundown in my face, staring out the window of the Staatsbibliothek, I can just barely make out the angel on the Siegessäule, perched slightly above the trees and next to a steeple. Friday, June 2nd, Vogel, Josef. Interessant ist auch, dass etwa der Ausdruck Journal für das Tagebuch nun auch aus dem Journale der Buchhaltung herkommt. Tagebuch führen, Rechenschaft ablegen, bilanzieren, Listen und Verzeichnisse. Kluge, Alexander. Da schreibt der Liebende sein Tagebuch. Es ist ein Geheimprotokoll seines Seelenlebens. Sunday, June 3rd. Do I write more in the summer, autumn, winter, or spring? I do not know, but I know that my writing is different, fundamentally different according to the time of year it was written. And yet, I never ask myself, when reading someone else's work, what time of year it came into being. Nostalgia for a life yet to come. My coming destiny hidden in these rambling words, my journal, a certain place in song, this place in time, always on the verge of the universe where we wait impatiently for what is to come.
möchte so beginnen. Ich hatte die Ehre, von der da sitzenden Frau Magie zu lernen. Es fällt mir nicht leicht, über meine Professorin zu schreiben. Während ich vor meinem Bildschirm sitze und an sie denke, über sie nachdenke, spüre ich, dass sich eine imaginäre und magische Tür zu einer Welt zurück in der Zeit wieder zu öffnen brauche. Ich beginne zu zeichnen. Und ich zeichne fast unbewusst ein Bild einer Frau mit zwei Teppichklopfern in den Händen. Inspiriert von meinen Erinnerungen an Elisabeth und den Erlebnissen mit ihr, ist ganz spontan ein Porträt von ihr entstanden und es war die Tür und auch der Schlüssel, die ich brauchte. Es ist das Porträt einer wilden Frau, die in sich die wilde Weiblichkeit der Urfrau ebenso trägt wie die Kraft der zeitgenössischen Weiblichkeit, verbunden durch eine innere Dynamik. Es ist das Porträt einer Schamanin unserer Zeit, die mit ihrem langen Haar und mit den Teppichklopfen wie zwei Zeptern in ihren Händen mir intuitiv das Archetyp Lakesabe ähnlich zu sein scheint. Ich hatte das Glück und die Ehre, dass diese Schamanin Elisabeth sich bereit erklärte, meine Doktorarbeit an der Akademie der Bildenden Künste Wien zu betreuen. Und ich wurde von ihr auf einer wunderbaren Reise in das akademische Leben begleitet. Noch jetzt, einige Jahre später, sind meine Erinnerungen so frisch, als ob es gestern gewesen wäre, dass wir Studentinnen im gemütlichen Zimmer unserer Professorin uns um einen kleinen runden Tisch herum versammelt und lange Diskussionen geführt hatten. Mit Elisabeth hatten wir die beste Reiseleitung durch einen Spalt zwischen der Philosophie und der Kunst gefunden. Selbst aktiv und erfahren auf beiden Bühnen zugleich, balancierte sie mit spielerischer Leichtigkeit zwischen beiden Welten und war in beiden zu Hause. Sie war uns nicht nur Geburtshelferin für unsere Ideen, sie wurde zu unserer geistigen Urmutter, die uns mit unsichtbarer, sicherer Hand anleitete und uns auf unseren jeweiligen Wegen weiterführte. Was Elisabeth uns vermittelte, ging weit über das hinaus, was in der Studentenplänen stand. Die von ihr geschaffene, unkonventionelle Form des Lehrens an einer konventionellen Universität, selbst wenn es sich dabei um eine Akademie der Künste handelt, gleicht der ursprünglichen Meisterin-Lehrlingsbeziehung. Wer als Lehrling in ihrer Werkstatt der Magie aufgenommen wurde, lernte aus ihrem reichen Wissen ebenso wie aus ihrer beruflichen und persönlichen Erfahrung. So habe ich auch unbewusst und intuitiv zu lernen begonnen, als ob ich ein Lehrling einer Schamanin gewesen wäre. In Elisabeths Vorlesungen habe ich das Mädchen und die Alte in mir entdeckt. Ich habe von ihrer Elektra und von ihrer Maria Magdalena gelernt, von Frauenbildern aus ihren Werken, in deren Gestalten sie sich auch selbst verkörperte. Ich habe von den verschiedenen Welten gelernt, durch sie ich als ihre Studentin gegangen bin. Ich habe Erfahrungen gesammelt, die von unschätzbarem Wert sind. Und jetzt, liebe Elisabeth, das ist das Porträt, das ist die Tür und der Schlüssel selbst. Thank you.
Hallo, mein Name ist Ode Gold. Ich habe vor vielen Jahren bei Elisabeth studiert. Auch und da habe ich letztes Jahr an einem Roman geschrieben, an einem Fantasy-Roman. Und das, was ich von Elisabeth mitgenommen habe, ist eigentlich ihr Demokratie, pro-demokratisches Verständnis und ihre Herangehensweise auch. Es gibt viele Wege. Besonders im akademischen Bereich, wo man das Thema aufgreifen kann. Und ich habe letztes Jahr das Thema Tierrechte aufgegriffen und habe mich so an einen vegetarischen Roman gewagt, aus dem ich jetzt gerne zwei Abschnitte vorlesen würde. Der erste Abschnitt heißt Selektive Transplantation. Und ich fange einfach mal an.
Bei der Xenotransplantation handelt es sich um eine Organübertragung von Tier zu Mensch. Diese Art der Reinkarnation ist im Grunde genommen eine diskordante, also mit einer dem Menschen entfernt verwandten Spezies ausgeübte Xenotransplantation anatomisch-physiologischer Natur. Wobei streng beachtet werden muss, dass die menschlichen Bewegungsorgane sowohl im Aufbau als auch in Funktionsweise denen der Tiere gleichen. Damit ihre herangenommenen Knochen in Fermas und Brocks Körpern später nicht überstrapaziert werden, darf das Spendertier nicht weniger wiegen als der Empfängermensch. Da es sich bei Knochen um starre Organe handelt, müssen Arm- und Schenkellängen beider Gattungsvertreter nahezu identisch sein. Anders sieht es bei den elastischen Geweben von Muskeln, Sehnen, Haut, Blutgefäßen, Nerven sowie Knorpeln aus. Sie werden beim Menschen einfach remodelliert, kuratiert und daraufhin über die neuen Tierknochen bespannend verankert. Da die Organspender bei der Kammertransplantation eigentlich Kadaver sind, die, um politisch korrekt zu agieren, eines natürlichen Todes starben, muss man damit beginnen, am frisch ausgebildeten Knochen, der keine Brüche aufweisen darf, und dem adhärentes Weichgewebe, wie Kapselreste sowie die Reste des Gelenkknorpels zuvor abgeschabt wurden, erneut vitale Zellkulturen aufzubauen. Die herangenommenen Knochen der Sträflinge werden für den Fall, dass sie diese nach Abbüßen ihrer Strafen wieder zurückimplantiert haben wollen, eingebuddelt im trockenen Wüstensand konserviert. Um eine akut vaskuläre, aggressiv-hyperakute, T-Zell-vermittelte bzw. chronische Reaktion durch das Immunsystem zu vermeiden, werden Fermas und Brocks Zellkulturen nun in das abgestorbene muskuloskeletale Gewebe, den Gliederknochen des Pumas und des Huskys, eingepflanzt. Ansonsten bestünde das Risiko, dass die Antikörper, welche die Proteine des Komplementsystems vor antigenen fremder Organismen warnen, die transplantierten Organe innerhalb weniger Minuten angreifen und irreversibel zerstören. Man kann ja schließlich nicht davon ausgehen, dass sich der animalische Knochenspender und sein menschlicher Empfänger die gleiche Blutgruppe teilen. Die Revitalisierung des Knochens dauert in der Regel zwischen 2 Minuten und 5 Stunden. Je nachdem, ob es sich um einen Vierbeinerzehen oder einen Vierbeiner-Oberschenkelknochen handelt. Das Wiederbeleben toter Knochen hat den weiteren Vorteil, dass man auf den Einsatz von Fremdmaterialien wie Elfenbein, Trabekularmetall, das ähnliche Elastizität aufweist wie Knochen, oder auf kryogenisch angefrorene bzw. Antibiotika imprägnierte Transplantatknochen verzichten kann. Organisch und nahezu infektionsfrei verbindet sich somit der fremde Knochen mit den Knorpeln, Sehnen und Muskeln des Empfängers. Wenige revitalisierende Bestrahlungen und Tage später wäre der Einheilungsprozess in den Gliedmaßen inklusive der Gewöhnungsdauer des neuen Körperbewusstseins auch schon abgeschlossen. Beim Patienten würde niemals das Gefühl überhand nehmen, durch fremdartige Knochen gestützt zu werden, womit die Primärstabilität bereits gegeben wäre. Doch wie neugeborene Welpen müssen Fermer und Brock wieder lernen zu watscheln, zu dackeln, zu rennen und zu springen, und das auf allen Vieren. Aber noch blicken wir in eine aufgeschnittene hohle Wurst, worin seit ihres Lebens Muskeln, Sehnen, Blutgefäße und Nervenbahnen Fermas linkes Beinskelett umspannten. Mit großen Schnitten legte die Karma-Chirurgie ihre Gelenke frei, wobei sie die Muskulatur periostal unterhalb ihrer Knochenhaut abschälte. Nachdem die Knochenhebel eingeführt, schließlich die Kapseln aufgeschnitten wurden, klappte sie ihre Gelenke auf und löste mit dem Knorpellöffel, der Knochenschere, den Meißel und einem Metallhammer ihre Knochen los. Um das Fleisch samt Knochenansatz von den Originalknochen zu trennen, wurde die Muskeldurchtrennung aus Rücksicht auf den Verlauf der die Muskeln versorgenden Gefäße und Nerven behutsam gemieden. Jene Gewebe kann man später als Ganzes remodelliert sowie an den Gelenkenden resektiert mit dem neuen Puma-Beinskelett zusammenwachsen lassen. Als nächstes werden die bogenförmigen Resektionsflächen an Fermas Knien bzw. ihre oberen Schenkelhalsändern an den Hüften an die Dimensionen der Raubkatze angepasst, um breitere Berührungsflächen an den neu resektierten Gelenkenden zu erhalten, werden des Weiteren die flachen Hüftgelenkspfannen per Kugelfräser entsprechend vertieft. Die Hüftköpfe mittels Hohlraspel neu geformt sowie die oberen Humerusenden ihrer Schultern ummodelliert. Nach der Einführung der neuen Knochen wachsen die separierten Weichteile, nachdem die Glieder in die Vorderbeinstellungs- und Hinterbeinstellungswinkel der Wildkatze
gebracht wurden, durch die Bestrahlung in Sekundenschnelle wieder zusammen. Ähnlich geht die Chirurgin mit fernmaßnahmen Pfotenknochen vor. Sowohl die Hand- und Fußmuskulatur als auch die Finger- und Zehenmuskeln werden dabei erheblich resektiert, wobei die Kammerchirurgie sehr viel Wert darauf legt, die Fingerkuppen unversehrt zu belassen. Die Fähigkeit, Fingerabdrücke zu hinterlassen, muss bei jeder Gattung von Kammertransplantationen funktionsfähig erhalten bleiben, um die Sträflinge weiterhin über das Identifikationsnetzwerk, das weltweit sämtliche im Umlauf befindlichen Kammern umfasst, observieren zu können. Die beiden Sträflinge erhalten also keine Pfoten im eigentlichen Sinne, sondern geschrumpfte Babyhände sowie Babyfüße mit den notwendigen Finger- und Zehenkuppen anstelle der beiden letzten Finger- und Zehenglieder. Mittels überdosierter Revitalisierung des unterhalb der Fingerkuppen- und Zehenkuppenhaut liegenden Fettgewebes werden die Ballen mit Stoßdämpferwirkung aufgebaut. Die Ballenhaut selbst wird mit der gleichen Methode auf mindestens 40.000 Mikrometer verdickt. Sie ist am Ende etwa 50-fach dicker als die restliche Haut. Vierbeiner tragen galoppieren schließlich das X-fache ihres Körpergewichts auf jeder Pfote. Und man muss auch bedenken, dass diese Tiergattungen nicht aufhören zu beschleunigen, sobald sie sich in eine Kurve legen. Beschleunigend und bremsend hantieren die Pfoten mit enormen Geschwindigkeiten, ohne mit der Zeit rund zu laufen. Im Gegensatz zur noch vor der Revolution gängigen Scharia-Justiz will die Karma-Justiz Verstümmelungen und Behinderungen vermeiden, weshalb strengstens darauf geachtet wird, dass bei den Strafpatienten keine rachitischen Symptome wie Knochenverbiegungen, Muskelerregbarkeit, aufgetriebene Handgelenke, O-Beine oder andere Beinverkrümmungen auftreten. Eine ideale Form der Gliedmasse wird angestrebt, die Sensoren bewerkstelligen. Diese überwachen die korrekten Achsenstellungen der Knochen, die parallelen Verläufe der Gelenkflächen und die ordentlichen Lagen der Sehnen. Somit wird nicht nur die Schmierfähigkeit aufrechterhalten, denn neben einer leichten Achsenknickung würde auch eine Verkantung der Gelenkflächen, beispielsweise die Arthrosis deformans, begünstigen. Firma hat jedoch mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen. Sie fällt noch auf dem Operationstisch in einen schockartigen Frühkollaps. Ihrem zarten Körper wurde mit der Operation zu viel zugemutet und sie droht zugrunde zu gehen, erhält sie nicht rechtzeitig eine Bluttransfusion. Doch niemand im Operationssaal verliert die Ruhe. Die Karma-Chirurgien gehören zu den besten chirurgischen Instituten weltweit, werden hier ja auch die komplexesten Operationen durchgeführt. Firma wird sich bald wieder stabilisieren. Und nachdem wir jetzt so schöne Mutanten haben, schauen wir mal kurz rüber zur Mission. Moment. Eure Heiligkeit, ich muss gestehen, ich hege ein wenig Zweifel an der Mission, eine demokratisch erkämpfte Revolution mit derlei einfachen Mitteln zu zerschlagen, eröffnet Bock dem Kalifen, nachdem ihm dieser seinen Segen erteilte. Ihre Zweifel sind berechtigt und deshalb will ich Ihnen nichts vorenthalten. Ich werde Sie nun über die nächste Etappe aufklären. Sie wird direkt nach Ihnen im Anschluss zur Pressekonferenz folgen, nachdem die potenziell kritische Masse adressiert und wachgerüttelt wurde. Ich bin eurer Heiligkeit zu Dank verpflichtet. Außerdem dürften Sie sich auch endlich in Sicherheit wiegen, sobald Sie sich vergewissert haben, ob unsere Mission überhaupt Hand und Fuß hat. Damit dürfen Sie recht haben. Wir werden eine massive, frutarische Bildungsoffensive in die Welt setzen. Wir werden sie geradezu propagieren. Nur so können wir die Vegetarier in die Pflicht nehmen, sich ernsthaft und ein für alle Mal mit dem Gewissen auseinanderzusetzen. Danach sollen sie hungern, wie wir Moslems es heute an unserem heiligsten Feiertag gezwungenermaßen tun. Das Opferfest ohne Opfer. Sie haben es begriffen. Kein Vegetarier will töten. Aber sie alle stellen sich blind, geht es um das Leben und um das Schmerzempfinden der Pflanzen. Konsequenterweise wird sich Ihnen die Frage aufdrängen, ob die Pflanze für den Verzehr weiterhin beschädigt werden darf. Nach unserem Lobbying werden sich immer mehr Vegetarier beispielsweise abgefallenem Obst, Gemüse und Getreide zuwenden. Nüsse, Samen und Honig gehören ebenfalls zur mickrigen Nahrungsliste der Frutarier. Aber damit wäre sie auch schon so gut wie komplett. Damit könnte man den Vegetariern nicht nur die Vitaminzufuhr blockieren, überdies würden auch noch Mangelerscheinungen von Proteinen, Eisen, Zink, Jod und Kalzium auftreten. Und schwupps werden sie wieder Tiere essen. Nur so können wir die Menschen berühren und sie vom erzwungenen vegetarischen Massenphänomen abwenden, ohne dass wir es ihnen diktieren oder gar Gewalt anwenden müssen. Die Phloem-Analogie, die sowohl unsere als auch die tierischen Nerven mit dem pflanzlichen Leitbündel gleichstellt, ist aber höchst umstritten.
Ich sehe zwar ein, dass der Körper der Pflanze Sensoren benötigt, um die Licht-, Nährstoff- und Wasseraufnahme zu koordinieren oder Schädlinge zu erkennen, doch die große Frage besteht ja darin, ob die Signalweitergabe von Zelle zu Zelle genauso elektrophysiologisch wie bei uns Menschen vor sich geht. Für schlichtweg übertrieben finde ich zum Beispiel die Meinung, dass Pflanzen mit dem Kopf in der Erde steckten. Das würde ja bedeuten, die Wurzelspitzen funktionieren wie unsere Gehirne und diejenigen Drüsen, die ähnlich wie Insekten Verdauungssekrete bzw. im Falle einer Pflanze eine Frucht produzieren, bitte verzeihen Sie mir die Ausdrucksweise, wie unsere Popos. Wie vielen Vegetariern können Sie damit wohl überzeugend ins Gewissen reden, Eure Heiligkeit? Daher auch unsere zugegeben esoterisch angehauchte Bildungsoffensive. Entgegen der allgemein etablierten Meinung, die pflanzliche interzelluläre Weitergabe von Signalen geschehe auf primär chemischer Basis, wird unser Dschihad die Vegetarier genau darüber unterrichten. Alle Vegetarier und Veganer müssen davon überzeugt werden, dass es doch eine elektrische Reizübertragung im Zellmembran gibt und dass die dazugehörigen Transporteinrichtungen über weite Distanzen aus gekoppelten Ionenkanälen führen. Dies sollte nicht allzu schwer fallen, bedenkt man, dass einerseits die Aktionspotenziale bei den meisten Pflanzen in eine Richtung, also entlang der Stängel, verlaufen und dass andererseits darin temporäre Depolarisationen des Membranpotenzials stattfinden, die Zelle unter Spannung nicht wiederholt erregt werden kann. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass die Aktionspotenziale variabel sein können. Dazu sollten Sie aber wissen, dass bei den sogenannten Slow-Wave-Potentials gerade die Proteinkomplexe der Rinde eine enorm wichtige Rolle spielen. Wie bei Mensch und Tier verbinden diese kanalartig die Zellen, wobei das holzige Xylem hydraulische und im Endeffekt variable Schwankungen im Druck längs der Pflanzenachse erzeugt. Aber das ist noch lange nicht alles. Fakt ist, dass in Pflanzen Moleküle entdeckt wurden, die die Rollen der verschiedensten Neurotransmitter übernehmen. Stoffe wie Acetylcholin, Histamin, GABA, Katecholamin, Serotonin, Melatonin, Glutamat und Dopamin sind nicht nur zuständig für den Stoffwechsel, sondern gerade GABA, Glutamat und Acetylcholin ermöglichen eine Reizverarbeitung, wie wir es von uns selbst kennen. Betrachten wir zudem das pflanzliche Wurzelgewebe näher, so finden wir darin interzellulare Synapsen, die ähnlich funktionieren wie unsere neuronalen Synapsen. Zu erwähnen wäre hier auch das pflanzliche Phytohormon Auxin, ein weiterer neurotransmitterartiger Stoff. Mittels Endosomen, sprich intrazellulären, über Vesikel führenden Transportmechanismen übernimmt das Hormon unter anderem die Aufgabe des Zellwachstums. In Sekundenschnelle ruft es hierfür elektrisches Feedback an den pflanzlichen Zellen hervor, so wie es unsere Nervenzellen tun. Und man kann außerdem selbst bei Pflanzengemeinschaften ein gesellschaftlich territoriales Verhalten im Wurzelraum beobachten, das mittels Informationen auf Veränderungen in der Umwelt reagiert. Lediglich die Tatsache, dass die Reaktionszeit deutlich länger beträgt, ließe Zweifel am intelligenten und gefühlvollen Leben der Pflanzen aufkommen. Aber wie sagt man so schön, die Zeit ist ja relativ. Also ich habe ein paar Exemplare mitgenommen und wer den ganzen Roman lesen will, kann von mir. Ode Gold heißt du jetzt. Ja. Ja. Ist schon lange her. Der ist ganz neu erschienen, der Roman. Der ist im Frühjahr erschienen. Also ich habe auch ein Kochbuch herausgebracht, jetzt vor 2 Wochen. Das Coca-Kochbuch und das ist das erste, das Coca als Superfood behandelt. Also kann ich dann auch zeigen. Titel meines kleinen Vortrags geändert. Er heißt Die Zukunft ist zurück und ist eine Art Tagebucheintrag oder Kommentar zu meinem Beitrag im Buch zu lesen. Ich habe auch einen Timer mitgebracht. Ich bin ein bisschen nervös. Zeit. Ich weiß, ich würde vielleicht behaupten, dass wir als
Studenten von Elisabeth einen anderen Zeitbegriff haben vielleicht. Also ich beginne jetzt. Die Zukunft ist zurück. Diesen Satz postete ich vor 10 Tagen am Montag, den 5. Dezember, morgens um 8.42 Uhr auf Facebook. Und ich meinte ihn. Es war der Tag nach der Wahlbestätigung Alexander Van der Bellens zum österreichischen Bundespräsidenten. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich habe mich darauf gefasst gemacht, vielleicht einen sorgenvollen eine bedrückte Ansprache zu halten. Und ich bin recht froh, dass ich mit einer Freude hier stehen kann. Ich will heute diese Anrufung der Zukunft aufgreifen, denn sie knüpft an ein Zitat an, mit dem ich meinen Beitrag Morphologie meiner Geister, I Need You, Shaman, im Buch Beschwörungsrituale an Elisabeth von Samsono beendet habe. Es ist heute nicht so einfach, sich eine Vision der eigenen Zukunft aufrechtzuerhalten. Und die Textpassage, die ich gleich vortragen möchte, beschreibt die Offenheit für das Mögliche, für Visionen in der Kunst, die ich während des Studiums mit Elisabeth wiederentdeckt habe. Der Textauszug ist vom Kulturphilosophen und Autor der Philosophie der symbolischen Form Ernst Cassirers. Er stammt aus seinen Notizen, die er im Exil nach 33 aufzeichnete. Die Datierung dieses Konvoluts, in dem sich diese Textpassage befindet, lässt sich recht schwer bestimmen, weil die Notizblätter ziemlich unsortiert aufbewahrt wurden. Anhand von Literaturverzeichnissen oder Verweisen hat man die Datierung auf spätestens nach 36 festsetzen können. Und diese Notizen sind in England entstanden, in der Zeit, als er in Oxford als Gastprofessor unterrichtet hat. Cassirer, der im frühen 20. Jahrhundert in Hamburg eng mit Abi Warburg an der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek arbeitete, verließ bereits 1933 die Hamburger Universität und damit Deutschland. Über England und später Schweden erreichte er 1941 die Vereinigten Staaten, wo er nur wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs im April 1945 unerwartet in New York verstirbt. Es geht Cassirer in diesen Aufzeichnungen, aus denen diese Passage stammt, um die Frage der Erkenntnis in der Kunst. Beim Durchlesen der Passage merkt man, wie kundig der Phänomenologe und Metaphysiker das tun kann. Es ist einer der letzten Universalgelehrten Europas. Leider kann ich hier nur einen Bruchteil davon vortragen. Aber nach wie vor ist die Frage der Erkenntnis in der Kunst hochaktuell. Denn der Spielraum, in dem sich Künstlerinnen und Künstler ausdrücken können, wird heute merklich kleiner und konfrontiert mit Fragen der Evaluierung, Gewinnmaximierung oder Funktionsweisen von Künstlerinnen und Kunstwerk. Also Cassirer schreibt, so bewahrt sich auch in der Kunst das Wort Goethes, dass jeder neue Gegenstand, recht bewahrt, ein neues Organ in uns aufschließt. Dieser Aufschluss neuer Organe des Sehens, nicht neuer Objekte des Sehens, das ist der reinste und tiefste Sinn der wahrhaft großen künstlerischen Gesichte. Sie sind Visionen, aber als solche nicht Ausblicke auf eine gegenständlich natürliche oder auf eine transzendente Welt. Sie sind etwas ganz anderes. Sie sind ein neuer Modus des Sehens, der uns plötzlich visionär, nicht doktrinär erschlossen wird. Der Weg, der mich in diesem Text in meinem Text zu diesem Abschlusszitat gebracht hat, führte von schamanischen Praktiken, psychoaktiven Substanzen über einen Gott-Bär und den Begriff Naturwach zu dieser Morphologie der Geister. In meinem Text beschreibe ich meine Erfahrungen als Co-Lektorin für die Vorlesung Need Me, I am Shaman im vergangenen Wintersemester. Als Grünling in der Lehre bekam ich nicht nur einen Einblick hinter die Kulissen der Akademie, sondern ebenfalls einen Überblick über die Praktiken der Künstlerschamaninnen. Und ich würde Elisabeth natürlich dazu zählen. Also sie ist eine Künstlerschamanin. Sie ist eine Schamanin. Mit dem Schamanismus hatte ich bis dahin nur indirekt in meiner Arbeit zu tun. Und seitdem ich das Thema bearbeitet habe, hat es mich sehr geprägt. Und es war ein Exkurs, der mir eine ganze Reihe neue Wege eröffnet hat.
auch weil im Rahmen der üblichen akademischen Diskurse in der Kunst eher selten über dieses Phänomen gesprochen wird. Leider. Die Studierenden sprach und spricht der Schamanismus interessanterweise auch sehr stark an. Also der Zulauf war groß. Und ich werde auch immer noch von manchen darauf angesprochen. Und es ist immer noch ein Thema. Also sind nach dem Wintersemester die Schamanen nicht aus meinem Leben verschwunden. Und ich würde sogar sagen, dass sie noch weitere Kreise gezogen haben. Deswegen würde ich sagen, liebe Elisabeth, we need you, Schaman. Danke. Bin ich fertig. mich beschäftigte während und nach der Vorlesung aber auch die Frage, warum diese Figur so prägnant und so offenkundig und so prominent in den verschiedensten Szenen und kulturellen Kontexten auftaucht. Man kann auch ein Stück weitergehen und die vielen pseudowissenschaftlichen, alchemistischen oder okkulten künstlerischen Praktiken mit in diese Beobachtung ziehen. Und es gibt immer, es gab und es gibt immer Schamanen in jeder Kultur. Und tatsächlich hatten sie und haben sie die Funktion, den geistigen Zustand der jeweiligen Gesellschaften gesund zu halten. Das taten sie durch Rituale, mehr oder weniger glaubwürdige Zaubertrunke und rituelle oder symbolische Handlungen und recht oft durch kollektive Rauschzustände. Die Ausführung sowie der Glaube an symbolisch-rituelle Handlungen sind essentielle Elemente menschlicher Kultur. Folgt man Kassira und seiner Philosophie der symbolischen Form zu Sprache, Mythos und der Phänomenologie der Erkenntnis, die er 1923 bis 1929 veröffentlichte, ist es erst die Fähigkeit zum Aberglauben, die Formulierung mythologischer Narrative und ein kultureller Reichtum, der erst den kognitiven Boden für weitere epistemologische Fragestellungen ermöglicht. Vielleicht geistern die Schamanen gerade deshalb nicht nur im Wirkungsfeld der subalternen oder kultähnlichen Geheimbünde, sondern mittlerweile im Mainstream herum. Unser Fetisch nach Objektivität, unsere Wertschätzung für alles Rationale im akademischen Diskurs brennt oft oder manchmal jegliches Aufkeimen einer Illusionskunst aus. Und das Obskure findet man selbst in der Kunstwelt oft als verschämte Randerscheinung. Die Illusion und das Imaginäre sind für Kassierer ganz wichtige, heute würde man sagen, Kulturtechnologien. Die Kunst kann uns einen neuen Modus des Sehens eröffnen. Und das, was Kassierer Gesichte nennt, beschreibt er interessanterweise als eine Art Geistwerdung. Also man versetzt sich in die Lage einer anderen Figur und man wandert so mit den anderen verschiedenen Welten. Und die Erkenntnis der Kunst liegt eben nicht in einer Wahrheit, sondern im Alterieren der eigenen Position. Und er fasst dann in diesen Notizen zusammen. Und in diesem Sinne lässt sich auch sagen, dass diese Visionen echte Erkenntnisse in sich schließen. Das neue Organ, das in uns aufgeschlossen wird, macht uns einen Umriss, eine andere Zeichnung und Kultur der Welt deutlich, als sie zuvor gesehen worden war. Die künstlerischen Universen können wir zwar niemals wissenschaftlichen Methoden untersuchen, doch sie zeigen uns die Welt in neuem Antlitz. Diese Gesichter ziehen sich durch alle Epochen und erschließen uns neue Welten. Wir können sie nutzen oder sie vergehen lassen. Es ist schon bemerkenswert, dass Kassierer als jüdischer Intellektueller, der seine Heimat Deutschland verlassen muss, so hoffnungsvoll und freudig über das Wesen der Kunst schreiben kann. Die Menschheit stand damals bereits am Abgrund und sehr vieles zerbrochen, was heute immer noch die Welt zerteilt. Und heute ist die Welt vielleicht noch stärker fragmentiert. Und ich denke, dass es die Bruchstellen sind, also die Lücken zwischen den Teilen, die es geht zu verstehen. Und dazu braucht es eben die Vision und dazu braucht es die Kunst. Und deswegen danke ich dir, Elisabeth, für dass du uns das zeigst, wie das möglich sein kann.
einfach so an, wie wir mit Elisabeth oft miteinander angefangen haben. Lass mich von den Einfallswegen erzählen. So standen wir nun in der Galerie Jünger und versuchten, die Skulpturen im Raum zu verteilen. Als wir einigermaßen zufrieden waren, bot sich uns ein faszinierendes Bild. Wie eine Gruppe hybrider Wesen stand vor uns das Transplantorchester. Die hölzernen Skulpturen strahlten eine unheimliche, einladende, fast mystische Energie aus. Sie waren Körper, die eine Frau auswölbte, sich über sie beugte, an ihnen schnitzte, feilte, hackte, schmirgelte. Sie war müde geworden, ihr Schweiß fiel auf das Holz. Es war das Zusammenspiel eines Frauenkörpers mit dem eines Baums und daraus wurden die Transplants geboren. Diese unheimliche Urkraft spürte ich in den Skulpturen. In ihnen steckte eine erotische, brutale, aber auch sanfte Energie. Sie waren nicht nur Holzkörper, nein, sie waren sexuelle Körper, nicht weiblich und auch nicht männlich, sie vereinigten beide Aspekte. Sie waren Hybriden, die Vollkommenen entstanden aus der Vision einer Frau, die sie formte, wie sie von Anstrengung grammatisch stehen blieb und die Augen besonnen auf dem Holz ruhen ließ. So war Elisabeth. Sie vereinigte in sich alle Aspekte der Natur, die zerstörerischen, die schöpferischen Kräfte. Sie kreiste in der natürlichen Wandlung des Lebens und war mit seinem vergänglichen, metamorphierenden Rhythmus vertraut. Sie ging mit ihren Skulpturen auf eine Weise um, die mich entzückte. Sie war offen und ungehemmt. Sie streichelte sie, manchmal umarmte sie die eine oder die andere, flüsterte ihnen ins Ohr oder streichelte ihre Köpfe, küsste ihre Münder, sprach mit ihnen oder ärgerte sich, weil die Seiten nachgelassen hatten und sie sie neu bespannen musste. Ich beobachtete sie lange und war anfangs etwas verhalten, da sie mit dem Transplant so intim und zärtlich umging, dass ich fast fürchtete, es würde für mich darin keinen Raum geben. Aber Elisabeth nahm mich in ihre Mitte, natürlich und ungezwungen, wie nur sie es konnte. Und ab jenem Zeitpunkt war ich ein Teil des Transplantorchesters. Ich hatte bis zu dem Tag, an dem wir uns in der Galerie trafen, nie improvisiert. Und damit meine ich nicht Jazz, sondern eine Improvisation, die aus einem selbst herauskommt, sich an keine Regeln hält, die entsteht, schockiert und einen ahnungslos überfährt und den Spiegel vorhält. Elisabeth begann, den Skulpturen zu zupfen. Sie gab Laute von sich, die mich seltsam berührten, machte Geräusche, flüsterte und jubelte. Gänsehaut durchschaute mich. Ich konnte mir nicht vorstellen, so frei aus mir herauszusingen. Nie würde ich die Scham überwinden. In der Kehle kitzelte mich etwas. Ich sah zu Elisabeth und sagte schüchtern, vielleicht sollte ich auch einmal den Mund aufmachen. Ab dem Zeitpunkt ließen wir uns miteinander durch die Musik treiben, die ich so zum ersten Mal erlebte. Es war wunderbar, dem Instinkt nachzugehen, dem Gefühl zu vertrauen, dem Impuls zu folgen, ihn in den Klang zu verwandeln, so wie es im jeweiligen Moment war, ohne Gesetze, natürlich. Mit Elisabeth fand ich einen neuen Zugang zu Musik, zu mir selbst. Ich hatte keine Angst mehr von dem, was ich in mir verbarg, sondern genoss es, mich selbst zu provozieren, mich in eine Lage zu bringen, in der ich riskieren musste, die Scham überwinden musste, um es tun zu können. Oft fingen wir mit einem beliebigen Ton an, der einer von uns in der Kehle lag, und dann flogen wir, von gegenseitigen Impulsen angeregt, durch die Klanglandschaften, durch leere Flüsterwüsten,
verspielte Geräusche, Akrobatiken, Sirenen, Gesänge dazwischen. Alles machte Sinn und alles machte Spaß. Es tat so gut, alle Masken wegzuwerfen und die Frauen zu sein, die wir waren. Und das Schönste? Mein Stress war weg und Elisabeth war die stärkste Medizin. Eines Nachmittags im August 2015 besuchte ich Elisabeth in der kleinen Mohrengasse, inmitten des stillen, friedlichen Stimmung des zweiten Bezirks, wo die Gassen breiter als die anderer Bezirke erscheinen, das Licht sanfter und die Fassaden der Häuser weniger aufdringlich wirken, als stünde man im Marais von Paris, wo das jüdische Alltagsleben auf der Straße zu sehen ist. Dort schuf sie eine Welt für sich, die mich vom ersten Moment an vereinnahmte. Wir lagen auf den Liegestühlen im kleinen Garten zwischen den beiden Häuschen, die sie mit ihrer Tochter bewohnte, erzählten uns von dem Tag, den wir verlebten, tranken, aßen ein wenig und gingen anschließend in das Haus hinein, wo wir unsere Kostüme, die wir für die Performance in Tower Siren Song tragen würden, anprobieren wollten. Wir würden uns in Kentauren verwandeln. Dafür baute uns Elisabeth zwei hölzerne Gerüste, die wir uns um den Leib binden würden. Die Gerüste waren vierbeinige Hinterteile, weiß bemalt, auf denen kleine Rollen befestigt wurden. Hinten hingen Pferdeschwänze aus weißem Tüll. Wenn wir uns die Teile anbinden würden, könnten wir tatsächlich wie zwei Kentauren durch die Gegend stolzieren. Das gesamte Museumsquartier wollten wir so durchqueren. Die Zeit bewegte sich schon gegen 10 Uhr abends, als wir endlich unsere Ganzkörperbodies, die wie eine zweite Haut den Körper umwanden, angezogen hatten und die Gerüste befestigten. Aus Draht und japanischem Papier machte Elisabeth uns Pferdeschädelskulpturen, die wir auf dem Kopf trugen. Dann wollten wir letztendlich auch üben, uns mit so einem Gerüst tatsächlich zu bewegen. Der Raum war zwar relativ groß für einen Wohnraum, aber für zwei neugeborene Kentauren schien er doch einen Platzmangel aufzuweisen. Vorsichtig und langsam, wie zwei schwangere Tiere, begannen wir nach hinten und nach vorne zu marschieren. Ich hielt zusätzlich meine Viola unter dem Kinn und Elisabeth einen kleinen Hornlautsprecher, in den sie wie ein Pferd grummelte. Links kamen wir am Sofa an, rechts verankerten sich unsere Hintern in den Küchenabwasch, oben prallte der Lüster gegen den Pferdeschädel. Wenn ihr den Bogen zog, endete er im Elisabeth-Oberarm und sie blieb schließlich im Türrahmen stecken. Als wir nach so viel Platz marschieren, das Schöpf stehen blieben, riefen wir Gaia, Elisabeths Tochter, sie solle zu uns kommen und uns ihre Meinung über unser Aussehen sagen. Kurz darauf schlug sie die Tür auf, blieb mit großen Augen stehen, schaute uns an, begann zu lachen und meinte, du magst das super, Mama, ihr seht toll aus. Im Sommer 2015 besuchte ich Elisabeth ein weiteres Mal. Diesmal in ihrem Haus in Hadres. Wir wollten dort ein paar Tage miteinander verbringen und weiter für die Performance in Tower Siren Song üben. Der Sommer 2015 war ein sehr heißer Sommer. Ich kam in Weihenviertel an, Elisabeth und ihre Freundin Martina, die wie ich ein paar Tage bei Elisabeth bleiben würde, holten mich vom Bahnhof ab, und wir fuhren sommerlich leicht durch die Felder zu ihrem Haus. Als Kind verbrachte ich meine Sommer auf einer kroatischen Insel und die Landschaft, die sich nun vor mir ausstreckte, hatte etwas Südländisches in sich. Es duftete wie in jenen Sommermonaten auf der Insel. Das Leben schien langsamer, die Leute entspannter, weniger getrieben. Jedes Haus für sich war ein Schmuckstück. Es gab Gemüsegärten und Sonnenblumenfelder. Es folgten Tage langsames Treibens, wir lagen wie drei Zauneidechsen im langen, mit Blumen und Pflanzen bewachsenen Garten von Elisabeths Haus, lauschten dem Wind und dem Rauschen der Bäume, die naturbewirr starrten der drückenden Hitze. Keine Tiere waren zu hören, bloß ein Hundebellen ab und zu, eine Stille, die nur an solchen verglühten Sommertagen hörbar ist, wenn die Luft steht, die Felder verbrannt, in der Ferne die Häuser wie vom Feuer verzerrt, die Ohren vom Zischen der Weinchenchen betäubt sind. Wir lagen so nebeneinander, ab und zu stand eine auf, ging in die Küche, holte sich etwas zu essen, fragte, ob auch eine andere etwas wollte,
Manchmal gingen wir schwimmen oder schwangen uns auf die Fahrräder und fuhren zu dritt, wie in Jugendromanen, auf der Landstraße in das Nachbardorf, wo wir bei der Bäuerin rote Beete, Gurken und Tomaten kauften. Wieder im Garten angekommen, feuerte Elisabeth manchmal eine Diskussion an. Und wenn nichts anderes mehr übrig blieb, so unterhielten wir uns über unsere Mütter. Einmal, ich erinnere mich, kam Elisabeth aus der Küche heraus mit einer Schüssel voller Buchweizen, Ziegenkäse und Olivenpesto, setzte sich, schaute zu mir und meinte ernst, das ist ein Frustessen, das ist es. Dabei schaute sie mir nachdenklich und seltsam konzentriert in die Augen, bis ich aufstand, im Haus verschwand und selber mit einer Schüssel Buchweizen und Olivenpesto herauskam. Am letzten Tag vor der Abreise gingen wir in ihren Weinkeller, der nicht weit entfernt inmitten eines Fels stand. Wir wollten dort ein wenig improvisieren. Der Keller war angenehm kühl und stimmungsvoll. Ich packte meine Viola aus. Elisabeth sang sich ein und dann, als ob es die faulen Trägen von der Hitze zerronnenen Tage nicht gegeben hätte, fingen wir in jenem steinernen Weinkeller zu singen an. Es war ein klagender, meditativer Gesang zweier Frauenstimmen. In der Wand stand ein kleines Fenster, das auf die kupfernen, verbrannten Felder schaute. Der Horizont färbte sich türkisblau, der Wind bewegte zart das Gras, der Mais bog sich müde zur Erde, selten ein Vogel. Ich war unser Gesang und ich war jenes Bild, das ich durchs Fenster sah. Und es blieb eine der schönsten Erinnerungen, die ich mit Elisabeth teile und für die ich aus ganzem Herzen danke, denn sie wurde aus einer tiefen Zuneigung geboren. A short reenactment of Elisabeth Samsonov's lecture performance Anti-Elektra, Totemismus und Schizosoma. Preface. In der Mitte der imposant barocken gewölbten Ovalhalle im Museumsquartier Wien stehen vier massive weiße Säulen, die gemeinsam in ihrem Grundriss ein Rechteck bilden. Für das Philosophiefestival Philosophy on Stage 1, Materialität und Zeitlichkeit performativer Sprechakte, Textkörperereignis, wurden in diesem Fischer von Erlach-Trakt die vier Säulen der Ovalhalle mit schlichten Gasewänden zu einem Raum verbunden. Zu einem quaderförmigen Kubus, der ohne Licht ein undurchdringliches Dunkel ergibt. Einen verborgenen Ort, in dessen Inneres man nicht hineinsehen kann, obgleich er der Ort des Geschehens sein wird. Anti-Elektra, Totemismus und Schizosoma, die Lecture-Performance der Philosophin und Künstlerin Elisabeth von Samsonow, steht als nächstes auf dem Programm. Das Publikum hat sich an den beiden Längsseiten des Kubus Platz genommen. Im Zuschauerraum ist es dunkel geworden, ein Gong ertönt, der lange nachhallt. Und nach seinem letzten Klang gehen Scheinwerfer an und in ihrem Lichtkegel wird mit einem Mal hinter den Gasewänden eine hohe Frauengestalt mit langem dunklem Haar sichtbar. In ihrem eng anliegenden, glänzenden Kleid, das bis zum Boden reicht, gleicht sie einer wie aus dem Boden gewachsenen archaischen Statue. Die Lecture-Performance Anti-Elektra hat begonnen und sie beginnt völlig unerwartet.
mit choralartigem Gesang, in dessen melodischen Klang Elisabeth die erste Passage ihres Textes vorträgt. Solange es noch keine einigermaßen intelligente Theorie des Spielzeugs gibt, kann man es mit einer freien Einordnung der Elemente versuchen. Kaum sind sie da, die schönen Götter in goldglänzenden Gewändern, Edelstein besetzt mit ehernen Füßen und donnernder Stimme, fällt das Totentier einer Dekadenz anheim, welche ihm aber immerhin noch die Weltkarriere als Stofftier lässt. Der Totemismus, die politische Version heißer Menschwerdung, ein Konzept für alle, ein Modell einer kollektiven Aszendenz. Das Tier ist der Patron. Man erinnert sich, dass der Mensch, bevor er einer wurde, anders aussah. Erst war er ein Ei, dann ein Keimblatt, dann eine Art Krokodil, schließlich ein Wasserwesen, bevor er als Säugetier aufs Trockene fiel. Bevor er also anfing, sich auszuwachsen und das zu werden, das einfach nicht mehr weiter wächst. Ein Erwachsener. Gehen wir davon aus, dass die Evidenz im Hinblick auf dieses erste große Muttertier in beiden Geschlechtern, in den männlichen und in den weiblichen Kindern mitgeteilt ist, so unterscheidet sich doch der Modus der männlichen von dem der weiblichen geschlechtlichen Identifikation in einem Punkt, der von so umfassender Präsenz ist, dass er schon deshalb nicht mehr auffällt. Die Mütter werden zugleich von innen und von außen erfahren, das heißt, sie sind neben ihrer anfänglichen Gesichtslosigkeit ein Container von so unwahrscheinlicher Beschaffenheit wie ein Möbiusband, während der Vater ein von außen herantretender ist, immer menschengestaltig, ohne Innenansicht. Der Intimus kommt aus einer Gruppe von Nichtmenschen, mit der die Gruppe der anderen bezeichnet wird. Der Gatte erhebt sich aus dem Unbekannten und Ununterscheidbaren, dem Namenlosen und Kategoriefreien und legt sich zu einem ins Bett. Die ursprüngliche Sucht nach Fremdheit muss sich heute andere Objekte suchen. Es müssen andere Mittel gefunden werden, um diesem Begehren Genüge zu tun. Welches werden die geeigneten Objekte sein, deren Exotismus die Immersion gestattet, gleich einer Kontaktnahme mit dem geliebten ersten Fremden? Von welcher Art wird der neue Totemismus sein? Die totemistische Disposition wird in der Beziehung zum Apparat sichtbar, die wie eine spezifische Art der Regression, wie ein Primärzustand auftritt, eine Sucht, eine Hypnose. Menschen haben eben die Tendenz, wie Oliver Sacks meinte, ihre Frau mit einem Hut zu verwechseln. Jetzt springen wir an das Ende der Lecture-Performance von Elisabeth. Das ödipale Dreieck ist erfunden. Aber was kann man sich eigentlich unter dem Abheben in die Nu-Sphäre vorstellen? Was ist ein Erdtod? Wir schließen, dass der Erdtod das Ende aller Mutterheit bedeutet.
Warum diese Feindseligkeit? Glücklicherweise lässt sich die Erde nicht so einfach desavouieren. Was man daran sieht, dass sie zu Formen der Verschwendung und der Fülle findet, die der Zerstörung Mühe macht, Schritt zu halten. Aber die Fantasien gehen auf einen Zielbahnhof hin und man feiert sich einer imaginären Ankunft entgegen. Die Erdplattform erledigt sich nach diesem Modell von selbst. Man findet sie abstoßend, man stößt sich zu einer ultimativen Reise von ihr ab. Das ist der Elektra-Komplex. Der Mutterhass, dem man Elektra nachsagt, liegt im geografischen Maßstab vor. Eine Erdlehre, die Territorialität nicht nach Quadratmeilen, sondern nach Echoleistungen, also nach atmosphärischen Erdumarmungen rechnet, kann nicht zu einer Globalisierungstheorie ohne Erdaspekt geraten. Sie wird eine Geosophie sein müssen, eine Erdphilosophie, die den nichtmenschlichen Partner auftreten lässt, die, zu denken wir, durch die totemistischen Figuren hindurch gut eingeführt haben. Wie der Esel bei Giordano Bruno, der den Eintritt in die Akademie begehrte und bei seinem Aufnahmegespräch gar keine schlechte Figur machte. Er bestand darauf, eine Rede als Reinkarnation des Aristoteles zu halten. Würde die Erde selbst in die Gemeinschaft der bewussten Lebewesen aufgenommen, ihre Mitgliedschaft nimmt sie in einer bestimmten Zeitform an, im a priorischen Perfekt. Sie hat nämlich immer schon bestanden, bevor sie noch registriert worden ist. Unter den Beispielen, die Individuen im Kontakt und also in der prekären, also in der schizosomatischen Verfassung zeigen, fehlte nämlich bisher das Hauptbeispiel, das den Menschen mit seinem Großkörper zeigt. Es fehlte eine Analyse, die die Qualität des Verhältnisses zwischen menschlichem Individuum und Groß- oder Milieukörper zum Gegenstand hat. Wer jetzt denkt, dass die Grünheit zu verkünden ein Imperativ von radikaler Primitivität sei, hat vergessen, dass der Tauschwert, mit dem in Eleusis die Wiederkehr der Vegetation rituell abgegolten worden ist, das Mädchen war. Core, die Hoffnung, das Versprechen zukünftiger Fruchtbarkeit. Die Mysterien nehmen ihren Anfang und den Versuch, Partnerschaften und Leben und Tod zwischen dem Grünen und dem Menschen zu errichten. In der Geschichte der Persephone wird uns ein Mädchen vorgestellt, das in die Unterwelt gehen muss, damit die Korenmutter ihren Aufgaben nachkommen kann. Der Elektra-Komplex, so beginnt man jetzt zu mutmaßen, verdankt sich einem philosophischen Kurzschluss, der sich nicht erst zur Zeit der Abfassung der Traktate der Desjardinscher Art ereignet hat. Man hatte vergessen, das Milieu in beiden Linien zu denken, einmal als menschliches und zum zweiten als ein das menschliche überschreitendes Milieu. Wenn man es in Richtung hin auf das bisher politisch Unauffällige überschreitet, gelangt man zum Mädchen Elisabeth. Elisabeth! Ich habe dich einige Male angehört.
Ein Knödel. Knödel mit Kraut. Eine Sinnesreise. Das Rund des Knödels ehrt den Körper als Organ der Erkenntnis. Vorbei die Zeiten der Dichotomie zwischen Geist und Leib, der Hierarchie zwischen sogenannten höheren und niederen Sinnen. Feiern wir den Körper, zunächst am Damenflügel, am Schachbrett der Philosophie, danach machen wir ihn zum König der sokratischen Revolution. Filialen des Geistes, Körper aus Sternenstaub, wo wollen Sie ruhen, wo ankommen? In der Immanenz. Das ist der Ort für zeitgenössische Erkenntnis. Zelebrieren wir den Emergenzraum der Immanenzebene. Alle Sinne sind beteiligt. Zutaten aus Kunst, Performance und Wissenschaft suchen einander in den Phänomenen des Seins. Knödel mit Kraut. Mit frischem Kraut und feste Knödel. Komprimiert wie feinste Theorien. Entstanden für die Entkleidung der Wahrheit. Diana sei mit uns. Pallas, halte ihr Schild. Man will ja nicht wie Aktäon enden zuletzt. Ein konzentriertes Arrangement um der Erkenntnis willen. Sitzen auf Ockhams Messerscheide. Kraut mit Knödel. Physis und Elan vital. Dasein und Todestrieb. Aufgehoben in der Kombination der Speisen. Sie reichen darüber hinaus. Kragen in das Sein hinein. Wie die Kriechblumen und Krabben der Gotik, die nur Gott sahen und dennoch physisch blieben. Ein Death-Metal-Konzert für die Scholastik. Zarte Hafensoli für die Neuplatonik. Eine würdige Nachfolge der Hypatia, die so schön wie weise zugleich war. Ein Mantra für die Metaphysik. Eine Zugabe für das Geheul von Allen Ginsberg. Einen Berg für Jack Kerouac. Und ein Blumenbouquet für Plato. Die Kommunion hält Sein und Gemeinschaft zusammen. Psyche, Geist und Körper. Unser Geschenk und unser Schicksal. Ein Moment in der Zeit, hohe Worte. Zwischen ihren Tönen pulsieren Engelschöre, zumeist für 100 Jahre. Soweit von unserer Seite zu den Knödeln. Bon Appetit! Ja, die Knödel gibt's dann da. Gemeinsam auf Elisabeth anstoßen können. Ja, danke, bitte schön. Ja, danke.